Herzlich willkommen zu einem kleinen Rückblick ins Jahr 2020 und zu einer kleinen Vorausschau in das Jahr 2021 hier im Kanal vom Straßenbahn. Los ging es im Jahr 2020 in Lotthausen. Darauf war ich für euch in Nürnberg im Straßenbahnmuseum und ich habe die Linie 1 der Leipziger Straßenbahn für euch dokumentiert. Im April darauf waren wir in Stettin und zur Wiedereröffnung nach fast 3 Jahren bei der Straßenbahn in Gorjow. Die Straßenbahn in Görlitz war ein Thema im Jahr 2020, ebenso wie die Straßenbahn in Cottbus. Danach ging es auf eine kleine Sommerreise nach Polen. Hier lichtete ich für euch die Stadt Graudenz, Danzig und die Stadt Elbing ab. Den Abschluss bildete das Hannoversche Straßenbahnmuseum. Wie ihr seht, sind noch reichlich grüne Flecken, die ich mit meinem kleinen Kanal noch nicht besucht habe, auf der Landkarte vorhanden. Wie ist es zum Beispiel mit Jena? Da gibt es dieses Jahr ein Straßenbahnjubiläum, ebenso wie bei der Straßenbahn in Halle. Außerdem die Stadt Erfurt ist ein Ziel, sowie der noch nicht bereiste Westen sowie der Süden unserer Republik. Also, ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was wollt ihr denn sehen im Jahr 2021 beim Straßenbahn. Mit ein paar kleinen Impressionen aus Leipzig und Magdeburg verabschiede ich mich für heute von euch. Wir sehen uns mit Straßenbahn und Museen auf jeden Fall wieder im März. Bis dahin, auf Wiedersehen!